Nach Skiurlaub in Kanada im letzten Jahr schlug sich ihr Ehemann David Beckham, 42, im Skiurlaub einen Zahn aus. Jetzt scheint Victoria Beckham, 43, learning to fly, der Ausflug in den tiefsten Winter irgendwie nicht ganz gut bekommen zu sein. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ihren Fans mit, dass sie sich einen kleinen Ermüdungsbruch zugezogen hätte. Dabei präsentierte sie den in einen Spezialschuh gehüllten Fuß und ihre Krücken. Danke für all die lieben Nachrichten, schrieb Beckham dazu. Das alles sei nicht ideal und sie brauche nun etwas Ruhe. Wie die britische Daily Mail unterdessen berichtet, soll Beckham allerdings aus dem Urlaub im kanadischen Whistler noch ohne Krücken zurückgekommen sein. War also der Wintersport überhaupt nicht schuld an der Blessur? Trauer um Ulrich Pleitgen, Udo Jürgens, Streit ums Erbe, geht in neue Runde. Jennifer Lopez, süße Botschaft an ihre Zwillinge Inka Bause, Busenpanne auf dem roten Teppich. Tabea Heinig, Baby Monty ist das Ergebnis harten Trainings. Nadja Abid El-Farag, so wurde sie alkoholabhängig. Busenpanne, Inka Bause zeigt XXL Dekolleté. Kylie Jenner sorgt für Snapchat-Skandal. Gerhard Schröder, mit Freundin Sion auf dem roten Teppich. Nadja, ich lebe ganz normal. Die Zeitung spekuliert, dass sich Beckham möglicherweise auch einer freiwilligen Operation ihres Fußes unterzogen haben könnte. Wie zahlreiche Bilder belegen, leidet Beckham unter einer Fehlstellung ihrer großen Zehen. Angeblich soll sie seit Jahren starke Schmerzen verspüren, wenn sie falsches Schuhwerk trägt. Spot on News.